Freunde, ich bin's Pokesh und wir haben jetzt was zum Besprechen, und zwar den letzten Drachenwandel, Evolving Skies Reprint, der jetzt kommt, oder Restock, wie immer ihr es nennen wollt. Es ist mir eigentlich komplett egal, wie wir das nennen. Hauptsache, wir haben neue Ware hier, die wir vielleicht kaufen können. Soll man jetzt investieren, hat man jetzt die Chance für ein cooles Weihnachtsgeschenk, um es aufzumachen. Ja, gehen die Preise in den Keller, was soll man jetzt machen? Ja, Einzelkarten kaufen, und das schauen wir in diesem Video an. Und noch zur Erinnerung, Freunde, ich habe gesehen, dass einige von euch, ja, 40 Videos auf diesem Kanal gesehen haben, diesen Jahr. Ja, 40 Videos, und ihr nicht abonniert habt. Ja, das heißt, es wird Zeit zu abonnieren. Ja, wenn ihr jemand seid, das schon öfter eingeschaltet hat, dann zack, abonniert den Kanal. Okay Leute, hier sind wir jetzt mal beim Drachenwandel-Display, und wir sehen hier, dass der Preis schon runtergeht. Ja, der letzte Monat, würde ich sagen, ganz leicht so 10 Euro. Ist sehr spannend, aber klar ist, der wird nicht gereprintet. Ja, es schaut nicht danach aus, gibt keine Anzeichen, dass es einen Display-Reprint geben wird. Deswegen immer noch eine sehr heiße Sache, das Ganze. Ja. So, dann haben wir die Elite-Boxen. Und wenn ihr da schaut, seht ihr ganz klar, dass es hier schon runter geht. Und wir haben den Preis jetzt so bei 52, 53 Euro. Und es wird sehr spannend. Es hat jetzt ein Händler reingestellt. Fakt ist, da kommt etwas nach. Ja, ich habe da mit jemandem gesprochen, und mit zwei Leuten, die auch einen riesen Restock kriegen, oder riesen. Der wird schnell weg sein. Also Drachenwandel definitiv. Sollte man es im Auge behalten, was passiert. Ja, Elite-Boxen 50 Euro, vielleicht gehen es sogar ein bisschen unter 50 Euro. Kann man hier nochmal zuschlagen. Ihr wisst, dass die Elite-Boxen von Drachenwandel jetzt nie wirklich so krass beliebt waren, weil ja, man hat halt keine Hits teilweise. Die Pullraten sind nicht so krass im Restock, der gekommen war in Amerika. Da waren die Pullraten angeblich etwas besser als davor, als im ersten Print Run. Aber trotzdem hier eine sehr wichtige Info, glaube ich, dass Drachenwandel jetzt noch einmal günstig zum Haben sein wird. Für mich persönlich ist Drachenwandel immer noch Number One. Da wird sich nichts ändern, auch Vista Universe kommt nicht dran. Schauen wir mal bei Umbreon. Sehen wir ja die Karte. 500 Euro, ja, ein bisschen drunter, 480 Euro. Wirklich, wirklich spannend. Ich habe das Video von mir, wo ihr gesehen habt, dass es 3300 gequält gibt bei PSA und dass 2700 PSA 10 sind. Und das wird halt sehr spannend, weil wir sind ja zum Beispiel bei Charizard von Champions Path, dass dort eine PSA 10 Karte sogar schon unter 300 Euro kostet. Das heißt 290 Euro. Ja, 92 Euro für eine PSA 10 Glurak Shiny Karte, wo die rohe Version 200 kostet. Das heißt, wir sehen hier schon quasi ein Limit. Wenn eine Karte in dem Fall ja 10.000 Mal eine PSA 10 gibt, dann lohnt sich das eigentlich gar nicht mehr, das graden zu lassen. Das heißt, wenn man eine 10 bekommt, weil das bringt einen 80 Euro Premium. Ihr müsst das Ganze hinschicken, ihr müsst das Grading bezahlen, und das wird dann schon ziemlich knapp eigentlich. Und ja, muss man halt schon in Massen craden, dass sich das wirklich lohnt. Und so, ein Auto. So, dann haben wir Rayquaza, der ist auch etwas nach oben gegangen. Also ich glaube, es ist egal, wie viele Reprints da kommen bei Drachenwandel. Da wird sich nichts mehr ändern bei den Kartenpreisen. Das ist jetzt einfach mega krass. Schauen wir uns jetzt mal jetzt ein bisschen gemeinsam an, was wir so haben. Also wir haben hier Volipurpa für 154, das ist günstig. Wir haben hier Felinara, die interessanterweise auch so 150 ist. Da ging es auch etwas nach unten. Auch hier stagniert das Ambion V. Das war aber auch schon mal um einiges günstiger mit 70 Euro. Jetzt sind wir bei 110 Euro. Dragoran sind wir immer noch bei unter 100. Das ist nicht so beliebt. Aber schauen wir mal, Rayquaza, sehr spannend, sind wir so auch bei 90 Euro noch. Ist eine gute Frage, ob man sich diese V-Karten holen sollte. V-Max, Glaceon, Glaciola finde ich schon etwas günstig. Eigentlich, weil wir auch einen Pikachu schon so oben haben, aber auch hier ging es nach unten. Also wir sehen das Drachenwandel jetzt eher,
in den letzten Monaten gestiegen ist. Und auch hier sehen wir, dass die Preise teilweise jetzt mal abflachen. Ja, kann sein, dass wir jetzt am Peak sind, dass sich da lange nichts mehr tut bei den Einzelkarten. Und auch hier das Nachthara ist am Fallen. Ribble Quasar ist auf einem stabilen Preis. Etwas unter 40 Euro, schon seit sehr langer Zeit. Und ist wirklich, wirklich spannend bei dem Set. Aber ich glaube, dass bei diesem radikalen Preisanstieg, den wir da sehen, ich glaube, dass wir hier jetzt mal eine Zeit haben bei den Einzelkarten, wo sich nichts tut, bei Displays. Ist halt die Frage, wie viel ist noch im Umlauf? Ja, wie viele Leute wollen ihren Profit einlösen, wenn sie ein Display verkaufen? Wie viele haben Geduld? Weil sicher ist, eins ist klar, es gibt einige Leute, die sehr, sehr viele Boxen rumliegen haben und einfach nur darauf warten, dass die Preise steigen. Ja. Aber gut, Leute, das war jetzt mal kurz ein Überblick über Drachenwandel. Ja, wir haben das Ganze besprochen und wie gesagt, Drachenwandel Elite Boxen sind jetzt da. Ich glaube, es ist eine coole Sache, wenn man es rippen will, vielleicht auch für Weihnachten, ist das, glaube ich, ein super Geschenk. Und ja, like das Video, lasst ein Abo da und wupp, wir hören uns.